Querbusstellung aus dem Leimental wird Ihnen präsentiert von: Suchst einen guten Wein, loggst dich sofort ein unter baselweine.ch. Du kannst praktisch alles haben. Kaufmann Wine and Drinks. Future Team, Ihre zuverlässigen Partner für IT- und Kommunikationslösungen. Der Partykoch. Die beiden Daniel sind 20 Jahre ihre zuverlässigen Partyköche für grosse und kleine Feste. Natürlich gehört auch eine Garage an eine anständige Gewerbeausstellung und ich habe eine Garage von Heinz Schumacher ausgesucht. Heinz, sag jetzt mal, der Winter kommt, wir sehen hinter uns ein riesiges Auto, das, glaube ich, sämtliche Probleme könnte bewältigen. Ciao Danny, ja, das ist so. Das Auto ist Nutzfahrzeug, grosse Kapazität, grosse Anhängelast, ist natürlich permanent mit Allradantrieb ausgestattet, aber es muss nicht gerade so ein grosses Auto sein. Wie ist denn das jetzt so, gerade eben in Sachen Wintersicherheit? Ich meine, die Autos sind ja heute alle top, aber gibt es da spezielle Sachen, die man sich jetzt muss beachten muss? Oder gibt es auch ein neues Fahrzeug, das sagt, hey, Schlingertechnik und alles Mögliche ist eingebaut? Die heutigen neuen Autos haben so 99% Antiblockiersystem, Stabilitätskontrolle eingebaut. Eine Reifendruckkontrolle wird ab 1. November Pflicht, europäisch und auch in der Schweiz. Aber wir empfehlen immer noch, die Reifen auszutauschen, Winterpneu drauf machen, Schneeketten überprüfen, das Auto in den Garage bringen, einen Wintercheck zu machen, bieten wir an in Oberwil und Metzelen für 49 Franken. Das ist meine Empfehlung. Das ist super. Und jetzt kommt eine schwierige Frage für einen Garagist. Du, der immer um die wunderschönen Modelle herum bist, wenn du dir einen würdest auslesen, auf welchen stehst denn du am meisten? Also der Amarok gehört natürlich für mich als Hündler zu den Lieblingsfahrzeugen, aber du musst natürlich einen Hund haben, der zum Auto passt. Also für Dackelbesitzer ist der Amarok nicht unbedingt geeignet. Und wie sieht es für nächstes Jahr aus? Was kommt neu bei euch auf dem Sektor raus? Gibt es ein neues Modell oder wo stehen wir? Genau, wir werden Ende November eine ganz neue VW Passat Variante haben, die ein ganz tolles Fahrzeug wird sein. Neu mit einem multifunktionalen Display. Also man hat Tourenzähler, Tachometer, Navigation, ist in einer Einheit verbaut. Und ist das noch erschwinglich oder gibt es dort einen Sondereinführungspreis? Dort gibt es einen Sondereinführungspreis. Wir können das Auto bereits jetzt am Weg bestellen und der neue Passat wird nicht teurer sein wie der alte Passat. Wenn wir jetzt den Amarok anschauen, ist es doch auch eine rechte Preisklasse. Wie sieht es denn aus für das kleinere Portemonnaie? Gibt es noch Chancen? Kann man noch Schnäppchen holen bei dir? Genau, wir haben noch Lagerfahrzeuge in der Schweiz, die vorrätig sind. Fährt beim VW Up an, ab 12.900 Franken. Geht über einen VW Polo weiter. Wir haben VW Golf, VW Golf Variant. Haben wir alles in Lager in verschiedenen Motor- und Getriebevarianten in verschiedenen Farben. So jetzt ganz günstige Konditionen und auch spezielle Leasing-Konditionen. Aber wie komme ich denn an die Konditionen an? Muss ich also zuerst bei dir vorbei, weil du sagst, wir haben das VW. Genau, das ist die VW-Gruppe. Also bei uns kann man uns in Oberwil oder in Metzelen kontaktieren. Und wir können dann schweizweite Autos suchen und wunschgemäß, was an Lager verfügbar ist, innerhalb von 10-14 Tagen ausliefern. Zack, dann hast du ein neues Chassis unter dem Fodi. Das ist so, ganz genau. Und dann kommt man sicher durch den Winter. Und der nächste Frühling lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Es hat sogar Gabriele bei diesen Schnäppchen dabei. Jetzt habe ich ganz etwas Spannendes gefunden hier an der Gewerbeausstellung, und zwar Jasol. Zuallererst, Niki, was ist Jasol genau, für die es nicht wissen? Jasol, das ist die Jugendarbeit Solothurnisch Leimental. Wir machen Jugendförderung. Wir greifen vor allem die Ideen der Jungen auf und helfen ihnen, ihre Ideen zu konkreten Projekten umzusetzen. Dann stelle ich die Frage, ist die Idee, um die es geht, auch von der Jugend? Es geht um Verbot. Ich sehe eine Tafel, eine ganze Wand mit nur Verbot. Ist alles verboten für die Jungen? Die Wand voll Tafeln, die wir hier haben, das ist in der Tat einfach Tafeln aus dem öffentlichen Raum. Das soll ein bisschen aufzeigen, wie halt der öffentliche Raum zunehmend immer weiter in den Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt wird. Und was jetzt die Schwierigkeit ist für die Jugend, die wirklich so ein bisschen Schritt raus macht, aus der Familie raus und so ein bisschen den öffentlichen Raum für sich vereinnahmt. Und da hat es natürlich gegenüber früher
früher, heute viel, viel mehr Einschränkungen geben. Aber andersrum muss man sich auch feststellen, gerade in Hofstetten gibt es einen Skatepark, es gibt Anlagen, die extra für das gemacht sind. Ist es denn jetzt wirklich so, dass die Jungen finden, ja, ich darf nie mehr Rollschuh fahren, ich darf nicht Velo fahren, ich darf keine Wand mehr anlängen? Nein, es ist so, öffentlicher Raum, wir haben überall Schulhausplätze. Der Skatepark in Hofstetten ist ja auch auf dem Schulhausareal hinter der Mehrzweckhalle hinten beim Mammut. Und dort ist eine ganz gute Stimmung. Das ist unter anderem auch von uns induziert. Oder? Das ist das Mitwirkungsprojekt vom Mitwirkungsakt 2008, das jetzt im 2014 umgesetzt worden ist schlussendlich. Ich bin gerade mit einem 21-Jährigen, der damals 15 war, ist dort gestanden und hat gesagt, weißt du, Niki, ich hätte nie gedacht, dass das noch kommt. Und ich habe vor allem Angst gehabt, dass es keine Jungen mehr hat, wo dann skaten, weil das so lang geht. Aber wenn man dort durchgeht, man kann fast jederzeit durchgehen. Es hat immer, vom Kindergartenkind bis zu den Jugendlichen, wo der, und auch die Jungen wachsen sogar, wo dort oben ist ein Riesenleben. Das ist ganz etwas Tolles. Im Moment ist es natürlich so, man darf alles noch dort. Ich frage mich, wie lange geht das, bis die Reklamationen kommen, wegen halt nächsten Sommer zum Beispiel, wenn dann schöne Sommer oben sind, oder, und bis zu oben im 10-Betrieb, ob das die Anwohnerschaft toleriert und der Gemeinderat denen dann recht gibt oder so, das werden wir sehen. Aber nicht in dem Fall können wir da ein kleines Fazit machen. Dann geht es darum, miteinander reden und so Probleme angehen und Weg finden. Das ist so. Das ist mein Brückenbau-Auftrag, den ich in der Jugendarbeit habe. Ich arbeite nicht nur mit den Jugendlichen, ich arbeite sehr viel auch mit den Erwachsenen. Ich übersetze in beide Richtungen. Die Gewerbeausstellung aus dem Leimental ist Ihnen präsentiert worden von Suchst einen guten Wein, loggst dich sofort ein unter baselweine.ch. Du kannst praktisch alles haben. Kaufmann Wine and Drinks. Future Team, Ihre zuverlässigen Partner für IT- und Kommunikationslösungen. Der Partykoch. Die beiden Daniel sind 20 Jahre ihre zuverlässigen Partyköche für grosse und kleine Feste.